Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Mit der Einführung des sogenannten Kooperationsverbots in der Bildung wurde ein sehr schwerer Fehler gemacht. Und es ist einfach an der Zeit, nicht nur diesen Fehler zu korrigieren, es ist Zeit, unseren Bildungsföderalismus auf gesunde Füße zu stellen. Es ist Zeit für einen modernen Bildungsföderalismus, in dem der Bund, die Bundesländer und die Kommunen im Sinne der Bildung, im Sinne der Kinder und Jugendlichen an einem Strang ziehen können. Wir beraten heute eine Grundgesetzänderung, und das ist ja keine Lappalie. Und wenn man das Grundgesetz ändert, dann sollte man es auch gut und richtig machen. Wir haben jetzt die große Chance, auch große Weichen zu stellen und die Bildungspolitik in diesem Land ernsthaft zum Besseren zu bewegen. Und ich sage Ihnen, ich habe es satt, in jedem Bildungsbericht, in jeder OECD-Studie, ja sogar in jeder dritten Pressemitteilung der Bildungsministerin zu lesen, wie eng der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg in diesem Land ist, dass wir beim Thema Chancengleichheit in der Bildung weiter Schlusslicht sind. Das muss ein Ende haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ohne die Möglichkeit, dass Bund und Länder zusammenarbeiten, wird das kein Ende haben. Und deshalb sind wir als Grüne Bundestagsfraktion und ich denke auch die FDP-Fraktion sehr entschieden. Wir sagen ganz klar, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist zwar nie verkehrt, aber der kleinste gemeinsame Nenner von SPD und Union reicht an dieser Stelle nicht. Es ist nicht das, was diese Republik braucht. Nein, wir müssen jetzt das tun, was tatsächlich notwendig ist. Und das heißt für den Bund, nicht nur in Beton, sondern in Köpfe investieren, nicht nur Schulklos sanieren oder Whiteboards aufhängen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Kemmer? Bitte? Ronja Kemmer. Gerne. Ja. Frau Kollegin, herzlichen Dank. Ihre Kritik geht ja dahin, dass die Grundgesetzänderung nicht weit genug gehen würde. Jetzt wundere ich mich schon, denn da, wo die Grünen in den Ländern Verantwortung tragen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, Ministerpräsident Kretschmann bezeichnet jetzt die jetzige Grundgesetzänderung als zu weitgehend, als Aushöhlung des Föderalismus. Da frage ich mich dann schon, was ist denn jetzt die Position der Grünen? Zwischen Bund und Ländern scheint die ja nicht wirklich abgestimmt zu sein. Wissen Sie, es ist ja der Kern des Föderalismus, dass eine Bundestagsfraktion und ein Ministerpräsident eines Bundeslandes auch unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Und ich habe, glaube ich, die Meinung der Bundestagsfraktion an dieser Stelle sehr deutlich gemacht. Es darf eben nicht nur so sein, dass nur Schulklos saniert werden und Whiteboards aufgehängt werden, sondern es muss in den Ganztag investiert werden können, in die Inklusion. Unsere Lehrkräfte müssen fit gemacht werden für den digitalen Wandel. Das werden die Bundesländer nicht alleine wuppen. Und die Schülerinnen, die Lehrkräfte, die Eltern, alle, die mit Schule zu tun haben, die wissen das auch. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir müssen jetzt die Chance nutzen, Möglichkeiten zu schaffen, um wichtige Ziele auf einem vernünftigen Weg erreichen zu können. Und das Bildungs- und Teilhabepaket ist ein Beispiel für einen nicht vernünftigen Weg. Es ist ein kompliziertes, von hinten durch die Brust ins Auge Konstrukt, das unter anderem versucht, die Nachhilfe für arme Kinder unter mühsamer Umgehung des Kooperationsverbots zu finanzieren, mit dem Effekt, dass ein Großteil der anspruchsberechtigten Kinder diesen Anspruch gar nicht wahrnimmt. Zu kompliziert, zu bürokratisch, das ist doch absurd. Warum legt der Bund sich selbst Steine in den Weg? Warum kann er nicht unmittelbar in die Schulen investieren? Das ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar. Und deshalb wollen wir einen mutigen Schritt bei dieser Grundgesetzänderung. Deshalb wollen wir nicht nur den 104c ändern, damit der Bund auch dauerhaft in die Infrastruktur investieren kann und nicht nur befristet. Wir wollen auch im 91b die Möglichkeit für Vereinbarungen zwischen Bund und Bundesländern im Sinne der Verbesserung der Qualität von Bildung schaffen. Und ich sage es noch mal, weil das ja hier in diversen Debattenbeiträgen ziemlich durcheinander ging. Wir wollen die Möglichkeit für Vereinbarungen zwischen Bund und Bundesländern schaffen. Der Bund soll den Ländern die Hand reichen können, um miteinander zu kooperieren. Sich dem entgegenzustellen, das ist für uns rundum nicht nachvollziehbar. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vor exakt 10 Jahren hat die Union
die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Unlängst rief Volker Kauder den Bildungsnotstand aus. Nach 13 Jahren CDU-Bildungsministerin und genauso langem Gewürge um dieses Kooperationsverbot muss ich sagen, eine solche Äußerung ist einfach nur noch Realsatire. Wir brauchen jetzt einen mutigen Schritt. Und ich erwarte und ich denke, es ist an der Zeit, dass die Regierungsfraktionen mit uns über diesen Schritt ins Gespräch kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion.